und herzlich willkommen zu meinem Bitmox-Video. Oh, ich habe beim letzten Video vergessen zu sagen, dass es am 1.11. war. Nee, der 2.11. Heute ist immer noch der 2.11., also wundert euch nicht. ich habe heute ein kleines Video für euch, weil ich gedacht habe, ja, letzte Woche habe ich euch vom Himmel hoch jauchzend zu Theode betrübt erzählt. Und diese Woche wollte ich euch einfach mal so erzählen, wie so ein Alltag bei mir aussieht. Also so ein ganz normaler Tag. So keine Besonderheiten, einfach nur jeder Tag. Ein Tag wie jeder andere Tag. Also, wir fangen jetzt mal an beim ins Bett gehen. Da gehe ich so zwischen 4 und 6 Uhr morgens ins Bett. Für andere 4 und 6 Uhr morgens, für mich 4 und 6 Uhr mitten in der Nacht. am Abend gehe ich dann ins Bett und schlafe dann erstmal so zwischen... Also bei mir ist es gerade in letzter Zeit eine ganz schöne Schwankung zwischen 6 und 10 Stunden. Also manchmal so, manchmal so. Kommt auch immer drauf an, wann ich ins Bett gehe. Aber meistens wache ich so auf zwischen 11 und 14, 15 Uhr, um die Zeit rum. Und ja, und dann brauche ich immer erstmal eine Stunde, bis ich wirklich fit bin. Und ich sage euch, The Walking Dead ist ein Scheiß gegen mich, wenn ich morgens aufwache. Ich bin wirklich... Also wirklich, das Einzige, was dann noch fehlt, ist so dieses, die Sabot, die einem dann kiloweise runterfließt, dann wäre es wirklich noch so Klischee-Zombie. Aber ich bin morgens einfach kein... Ich bin nicht ich, wenn ich morgens aufwache. Es gibt da auch so einen Werbespot, der heißt, du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Ah, Snickers! Ja, aber ich bin nicht ich, wenn ich morgens aufwache. Das glaubt mir, morgens wollt ihr mich nicht sehen. Ich sehe dann auch irgendwie ganz komisch aus. Ich habe dann immer so das Gefühl, ich bin total verschoben und verschroben. Ja, dann das Erste, was ich mache, wenn ich aufwache, also ich wache meistens auf und weiß ja dann noch nicht, was der Tag so bereit für mich hält. Und dann stehe ich meistens auf und gehe bei uns in die Küche, weil da ist mein tragbares Telefon, hole das Telefon und rufe meine Mutter an. Und jetzt einziger ekelhafter Effekt an jedem Tag, ich sitze dabei immer auf Klo. Ich sitze jeden Morgen auf Klo, pullere und rufe dabei meine Mutter an, um ihr Guten Morgen zu sagen. Und sie sagt auch schon immer, ich soll das lassen. Aber für mich ist das halt, ich habe jetzt erst vor kurzem bemerkt, warum ich das mache. Weil wenn Mutti dann sagt, nö, es steht nichts an, dann gehe ich halt hier zurück ins Bett und schlafe noch mal ein bisschen. Wenn Mutti sagt, steht was an, dann stehe ich halt auf. Aber wozu dann in der Küche sitzen und wach werden, wenn man es auch auf dem Klo erledigen kann? Entschuldigt. Gut, wir gehen zum nächsten Punkt über. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass Mutti nichts gesagt hat, dass nichts los ist und dass sie gerade irgendwie, dass nichts ist halt. Dann der nächste Punkt ist, ich gehe wieder zurück in die Küche und hol zwei Flaschen Krumbach. Ich trinke meistens Krumbach, nicht nur Wasser, sondern meistens Limonade. Also gesundes Leben ist nicht, da müsst ihr nicht bei mir die Fragen stellen. Ich lebe nicht gesund, ich lebe, aber ich lebe nicht gesund. Leichter Leben mache ich auch nicht und Low Carb sowieso nicht. Also ja, dann bin ich auf jeden Fall, wo war ich? Ja, dann hole ich meine Getränke. Dann stecke ich meistens meinen Computer in die Steckdose, weil den tue ich immer nachts ausstecken, damit, falls es ein Gewitter gibt, dass nichts passiert. Und drücke auf den An-Knopf, also so, dass er hochfährt. Dann gehe ich wieder ins Schlafzimmer und hole meine Klamotten, um mich anzuziehen. Irgendwie ein bisschen weird, dass ich alles andere davor mache, aber ist halt so. Und dann ziehe ich mich an. Und wenn ich dann angezogen bin, so einigermaßen, dann tue ich ein bisschen im Internet surfen, schaue, was gerade so in der Welt los ist, gucke meine E-Mails an. Eigentlich mache ich dann immer denselben Ablauf. Ich habe sogar schon inzwischen die ganzen Links gespeichert. Dann klicke ich das einfach so tjum, 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 durch. Und dabei kann dann schon mal locker lässig 1, 2 bis 3 Stunden vergehen. Und ja, dann sind wir jetzt, warte mal. Wenn ich, gehen wir mal davon aus, dass ich um 14.15 Uhr aufgestanden bin und den Dreh, dann haben wir dann 18 Uhr und das heißt 17, 18 Uhr rum. Und dann, wenn es 17 Uhr ist, dann rufe ich meistens meine Mutter das erste Mal dann nach dem Aufstehen. Nein, das stimmt nicht ganz. Fast vergessen, wichtigen Punkt. Meistens, wenn ich aufstehe, so um 14, 15 Uhr rum, wenn ich den Computer gestartet habe, dann rufe ich, bevor ich noch ins Internet gehe, meine Großeltern an und sage denen guten Morgen. Weil das ist bei mir auch so ein Ablaufsding. Einfach so jeden Tag oder
einfach so zwischen den Tabs mal einfach mal anrufen und gucken, wie es denen geht, was die machen und mich informieren. Ja, dann, wenn ich damit fertig bin, wie gesagt, jetzt sind wir bei 17 Uhr, wir müssen also wieder Zeitsprung, rufe ich meistens meine Mom an und sage ihr, ich habe dann mal so langsam Hunger. Ich spreche nie von Hunger, aber so langsam. Ja, dann kommt meine Mom meistens und kocht mir ein paar Nudeln vor, die ich eigentlich immer Nudis nenne. Und Spaghetti sind bei mir Spinudis. Also, und dann fragt sie mich immer, welche ich denn nicht gerne hätte. Und je nachdem antworte ich dann. Dann kocht meine Mom, dann esse ich. Also so zwischen 18, 17 bis 19 Uhr esse ich, also da irgendwann um den Dreh. Und dann gucke ich meistens noch mal ein paar Videos. Und jetzt kleine Klammer auf, zur Zeit aktuell spiele ich dann Harvest Moon. Kommt gerade voll wie Werbung rüber, aber ich bin gerade total verrückt nach diesem Spiel. Ich weiß auch nicht, aber irgendwie hat es mich gerade voll abgeholt. Ich habe das vor ein paar Tagen erst bestellt und habe dann eigentlich gedacht, so, naja, mal schauen, weil es in einem anderen Video geheißen hat, so doll sei es gar nicht. Und habe extra mein ganzes Zimmer umgeräumt, nur damit ich das Spiel spielen kann. Und ja, ist gut. Es gefällt mir gerade. Ja, Klammer zu. Damit wir wieder wissen, jetzt sind wir wieder beim normalen Alltag. Ja, und dann schaue ich halt noch Videos und so. Dann, ja, manchmal, aber nicht immer, gehe ich dann noch ein bisschen runter zu meinen Eltern, also vor allem zu meinem Papa und verbringe Zeit mit ihm. Dann gucken wir Filme oder reden. Oder ich gebe ihm einfach nur einen unglaublich festen Schmatz auf die Stirn. Der muss immer ein paar Tage halten, sage ich immer zu ihm. Streicheln manchmal hier und da den Hund noch über den Kopf. Ja, guck nicht so eifersüchtig, ist so Leo. Ja, und dann gehe ich wieder hoch. Und jetzt haben wir ungefähr 20, 19, 20 Uhr um den Dreh. Dann rufe ich meine Großeltern an. Nochmal, ihr seht, ich rufe die zweimal an. Wir haben ein gutes Verhältnis. Und sage denen noch eine gute Nacht und wünsche ihnen noch einen schönen Tag und frage, was sie so den ganzen Tag gemacht haben oder ob sich was getan hat seit dem letzten Anruf. Meistens beim ersten Anruf können wir beide ja nicht viel erzählen, weil bei mir hat sich dann ja noch nichts getan und ja. Und dann reden wir halt noch so zwischen 6 Minuten und 2 Stunden kann das schon dann gehen, dass wir danach plaudern. Also, je nachdem, was die Themen sind. Und ich muss sagen, es ist für mich auch wichtig, dass ich sie dann anrufe, weil mir einfach wichtig ist, mit ihnen zu reden. Und ich einfach auch schön finde, ihre Stimmen zu hören dann. Ja, und dann, wenn ich meistens, wenn ich da auflege, gucke ich dann immer noch ein paar, bin ich immer noch ein bisschen im Internet. Und dann irgendwann kommt dann auch schon meine Mom hoch, so zwischen 21 und 22 Uhr. Zurzeit ist es auch schon manchmal früher, weil es eben auch dunkler wird. Dunkel wird nicht dunkler. Doch, es wird dunkler. Was ist jetzt richtig dunkel? Dunkel. Ich war jetzt gerade 2 Grad voll verwirrt. Ja, und dann plaudere ich noch mit Mom und wir, je nachdem, ob es noch vom Abendessen einen Rest gab, isst sie den. Weil manchmal, wenn ich nicht alles schaffe, dann liegt da noch so eine milde Gabe, wie es Mama nennt, von mir. Ja, und manchmal backe ich ja auch dann noch Kuchen, je nachdem oder irgendwie sowas. Dann hilft sie mir dabei, den Kuchen aus dem Ofen zu holen. Oder wir müssen Überweisungen machen, Rechnungen und so Zeug. Halt dann noch das Zeug, was man so organisieren muss. Organisationszeug und noch ein bisschen Geplauder. Ja, und dann so zwischen 21, 22 und 23 Uhr irgendwann ist dann Leo dran. Der darf dann rennen für seine Zeit und sich da austoben. Und dann ist er dran. Ja, und dann geht Mama irgendwann in der Zeit ins Bett und ich gehe dann meistens irgendwie auch noch ein bisschen ins Bett, so einfach mal ein Zwischenschläfchen machen. So Powernaps können gut sein. Und dann mache ich noch so, dann stehe ich auf, mache noch mal so ein bisschen was am Computer und dann haben wir eigentlich auch schon 4 bis 6 Uhr und dann gehe ich wieder ins Bett. So sieht gerade mein Alltag aus. Und etwas, was sehr wichtig ist, ist, dass es bei mir auch nicht sehr viel Spielraum für anderes gibt. Also im Sinne von, wenn ich weiß, dass wir verabredet sind, dann weiß ich, dass wir verabredet sind. Aber wenn meine Mutter mich jetzt am Morgen
auf dem Klo mir sagen würde, willst du das und das machen, dann kommt bei mir eigentlich grundsätzlich ein Nö, eigentlich nicht. Und ja, das ist dann so, diese Spontanität ist bei mir nicht gegeben. Das gebe ich auch offen zu. Gut, ihr könnt mir aber gerne in die Kommentare schreiben, wie so ein Alltag bei euch aussieht, ungefähr, oder ob ihr einen ähnlichen Alltag habt. Ihr könnt mir aber auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.readmyoutlook.com. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Mittwoch. Wir sehen uns dann wieder am Freitag. Mein Gott, immer wenn wir überlegen, was wie heißt das Wort. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.